Jo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf diesem Kanal. Heute gibt es natürlich einen neuen Tuning-Teil und zwar tunen wir heute den Pegassi Monroe. Hab gerade so gestoppt wegen dem Hupen gerade von dem NPC. Ja, Pegassi Monroe, den tunen wir heute und zwar findet ihr den bei Legendary Motorsports unter der Kategorie Zweitürer. Scrollt einmal ganz nach unten in der Mitte. Also von links, rechts und Mitte ist, befindet er sich in der Mitte ganz unten für 490.000 GTA-Dollar. Ja, stellen wir den einfach mal, weiß nicht, in Pink. Und wir mal nach der Garage B3. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn das Fahrzeug angekommen ist. So Leute, hier ist das gute Stück. Ja, so sieht's aus. Und es ist in der echt oder aus echtem Fahrzeugen ein Nachbau aus zwei Fahrzeugen und zwar von dem Ford GT40 und vom Lamborghini Miura. Also das sind die zwei Fahrzeuge, ja, die diesem Fahrzeug ähneln oder Nachbau ist im gemischten. Dann schauen wir uns noch einmal kurz an, welche Fahrzeugtüren sich natürlich noch öffnen lassen. Zack. Alles klar mit Motorhaube hinten und keinem Kofferraum, sage ich mal. Also, ja, was soll ich dazu sagen? Das Ding hat ja anscheinend keinen Kofferraum. Ist beides Motor oder weiß ich nicht. Ja, vorne nur ein Ersatzreifen drin, aber halt die ganzen anderen Teildinger oder was da auch immer sein soll, alles. Außer ganz hinten wenig Platz vielleicht für ein, weiß ich nicht. Eine Wasserflasche oder so, aber naja, Kofferraum kann man hier eh nicht benutzen im Spiel. Also, würde ich sagen, kommen wir direkt rein und schauen mal, was wir draus machen können. What can the best mechanic in LS do for you? Ist ein Klassiker, steht da unten rechts. So, Panzerung natürlich auf 100%. Bremsen machen wir natürlich Rennbremsen, Motor, EMS-Verbesserung 4. Sprengstoff brauchen wir nicht, Hupe lassen wir einfach mal serienmäßig. Würde ich sagen, Lichter machen wir auf jeden Fall Xenon. Nummernschild gelb auf schwarz. Lackierung. Ja, schauen wir erstmal klassisch, was es hier so gibt. Mal schauen hier. Okay. Ja, ich werde mir vielleicht so, was waren da hier, so Bronze. Ich würde hier tatsächlich so ein Bronze eher drauf machen. Finde ich schöner. Ja, ich finde das passt zu dem Fahrzeug. Gut, dann. Ja, wenn ihr es jetzt verkaufen wollen würdet, ja, das kann ich nicht, weil ich angeblich Fahrzeuge verkauft habe, aber das habe ich nicht. Na gut. Gut, Sportfederung machen wir auch rein. Getriebe, Renngetriebe, auf jeden Fall Turbo, Turbo-Tuning. Also man sieht, man kann echt nicht wirklich viel hier in dem Fahrzeug machen. Aber es ist halt auch ein sehr altes Fahrzeug, was schon seit Anfang an im Spiel drin war. Oder halt auf jeden Fall gegen 2013, 14, 15 da irgendwann auf jeden Fall in dieses Spiel reinkam. Und da sieht man auf jeden Fall, dass man auch deswegen. Also es ist meistens immer so, dass wenn man ganz alte Fahrzeuge, die man hier schon drin hat, die ganz lange drin sind, sage ich mal so, dass man da auch echt wenig dran machen kann. Zum Beispiel wie bei solchen Klassikern Fahrzeugen, da ist sowieso meist am wenigsten Sachen, die man dort verändern kann. Deswegen schauen wir mal hier bei Luxus. Ja, naja, Reifen sind mir ein bisschen zu dünn, wenn ich ehrlich bin. Und die Felgen passen auch eh nicht dazu. Bei Lowrider, ja, tatsächlich, ich finde solche. Hier, Felgen passen eigentlich schon drauf. Schauen wir natürlich kurz nochmal weiter. Ja, ich würde dann Triple Golds drauf machen auf jeden Fall. Und die Farbe dann definitiv auf schwarz, weil es passt auch dann. Reifenmuster kommt. Machen wir mal drauf. Verbesserung schusssicher auch und Reifenqualm. Da will ich es eigentlich so lassen, da würde jetzt nicht wirklich was passen, auch nicht braun oder sowas. Fenster auf jeden Fall Limousine und das war's. Gut, dann fahren wir raus. Und dann schauen wir uns das Fahrzeug mal nochmal von außen an.
Finde ich aber tatsächlich auch schön mit dem Look in Chrom hier unten, ja, was der Standard ist, was man nicht verändern kann. Also mir gefällt das Fahrzeug an sich vom Aussehen her, aber wenn man es natürlich zum Tune holt, dann ist es jetzt eher nicht so ein Fall. Also ich meine, für den Preis für knapp 500.000 GTA-Dollar, also noch etwas drunter, ist es okay, wenn man es ein bisschen ja, farblich präpariert mit Felgen und sowas. Dann kann man es auch nicht mehr machen. Aber wenn man es sich einfach in die Garage stellen möchte, dann ja, kann man es sich holen, aber jeder muss es für sich entscheiden können. Für mich ist es empfehlenswert. Ich meine, es hört sich auch nicht schlecht an. Hat auch bestimmt ein bisschen gute Leistung. Aber wenn man es sich jetzt zum Tune holen wollen würde, dann würde ich es nicht empfehlen. Ansonsten für die Garage einfach so. Ja. Gut, dann würde ich sagen, war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, damit ich sehe, dass es euch gefallen hat. Ansonsten schreibt in die Kommentare, wie ihr das Fahrzeug, ja, ich sage jetzt mal anders lackieren würdet, weil ja, viel kann man da jetzt nicht dran machen oder ob ihr euch dieses Fahrzeug holen würdet oder nicht. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Part, Teil, Video. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao.